Im Nachhinein wollen die wenigsten was gewusst haben. Krieg? Wer will Krieg? Konzentrationslager? Waren das nicht alles Asoziale? Mann, ihr habt's doch alle lesen können. Es gab so viele Schriftsteller, die die Katastrophe des Nazi-Regimes haben kommen sehen. Die Geschwister Oppermann ist der zweite Teil einer Trilogie, die der jüdische Schriftsteller Leon Feuchtwanger 1933, wenige Monate nach der Machtergreifung Hitlers, geschrieben hat. Im Zentrum des Romans steht die Familie Oppermann, wohlhabende, gebildete Juden, eine Möbeldynastie. Es ist der November 1932. Hitler ist noch gar nicht an der Macht, aber die Veränderungen kündigen sich bereits an. Der Pöbel auf der Straße, die judenfeindlichen Äußerungen von Kollegen. Die Oppermanns wollen lange nicht wahrhaben, dass sich diese Feindschaft auch gegen sie richtet. Hier war man nicht geneigt, einer so blödsinnigen Sache wie der völkischen Bewegung im Ernst Chancen zuzugestehen. Man stand auf festem Grund, ausgerüstet mit dem Wissen der Zeit, gesättigt mit dem Geschmack von Jahrhunderten, ein stattliches Bankkonto hinter sich. Man lächelte darüber, dass jetzt das gezähmte Haustier, der Kleinbürger, androhte, zu seiner wölfischen Natur zurückzukehren. Wir wissen heute alle, was aus dem gezähmten Haustier wurde. Dass ein Krieg ganz Europa zerstörte, dass Millionen von Juden ermordet wurden. Aber damals? Unglaublich, was Leon Feuchtwanger so früh schon erahnte. Den Krieg, die Judenverfolgung, die Konzentrationslager. Er war einer der ersten, dessen Bücher verboten wurden, dessen Pass man beschlagnahmte, obwohl seine Familie seit Jahrhunderten in Deutschland lebte. Feuchtwanger schrieb dieses Buch im französischen Exil und floh später in die USA. Aber wenn Sie wissen wollen, warum sich so viele Juden viel zu lange in falscher Sicherheit gewiegt haben, dann lesen Sie diesen Roman.